Alter, was geht ab, Leute? Team Abelt hier. Unterwegs zurück von der EM. Wir haben dank Chongs krassem Internet den Livestream die ganze Zeit angeschaut. Und gerade hat Pendulum gewonnen. Kleines React dazu. Fangen wir mal an, Chong. Ganz ehrlich, ich hab's Duell zugeschaut. Er toppt, also der Gegner spielt Standby-Face. Er ist ein antimagischer Duft. Er hat von oben Space gezogen, gleich eingechained. Dann konnte er alles machen, was er wollte. Bam, 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 Action-Combo. Echt krasser Zug noch hinbekommen. War echt geil. Ich war auch mit Dragon Pulse. Echt gut gewesen. Nico, du hast Pendulum ausgepackt. Ja. Was sagst du dazu? Also ich habe jetzt nur hier Audio-Kommentare gehört. Und ich fand es krass, dass immer, egal jetzt welches Deck, der angefangen hat, hat immer gewonnen jetzt. Ja. Bei Top-4-Finale. Also der hat immer irgendwie zweite Runde. Finale. Ja, gut, außer jetzt im Finale, aber ich sag mal, die Spiele waren noch sehr kurz. Also da, sag ich mal, so dritte Runde alles gegeben. Da waren jetzt, glaube ich, die Spiele gingen jetzt nicht so lang. Draco Pulse, der hat es ein bisschen anders gespielt, als wir es, sag ich mal, erwartet haben. Flash Knight zum Beispiel, überraschende Karte. Weiß ich nicht, was er noch gespielt hat. Vielleicht hat er halt Draco Engine wieder. Draco Engine, aber halt... Die hat man ja wieder abgeschrieben eigentlich. Die hat man genau abgeschrieben, und der hat wahrscheinlich auch noch vielleicht mit Unexpected Die und Dings... Painful Decision gespielt. Interessant, Flash Knight mit Kirin. Ich wusste nicht, dass der Flash Knight Scale 7 hat. Ich habe gedacht, der hätte Scale 5 oder sowas, aber das ist eine interessante Idee. Und ja, wie schon gesagt hat, durch Space natürlich auf den antimagischen Duft, hätte der Space nicht gezogen, wäre es wohl andersrum gelaufen. Ja. Tati, bist du wach? Ja, Mann. Hast du was zu sagen oder hast du alles verschlafen? Nee, Mann. Ich habe was zu sagen. Pendulum ist back, man. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich glaube, ich packe auch wieder Pendulum aus. Pendulum, echt krass, man. Man glaubt echt nicht, dass es wieder da ist. Ja, echt stark. Hat sogar mit Ding mit antimagischer Duft Main gespielt. Hat wahrscheinlich damit gerechnet, auch Pendulum zu treffen. Das Deck stimmt hier aus, man. Und ja, echt krass, aber ja, Gegner hat das gut gezogen. Habt ihr mit einem Sieg von Pendulum gerechnet? Vor der EM? War das eure... Ganz, Favoriten? Nee, ganz ehrlich nicht. Ich habe mit Bernisch eine Wette abgeschlossen. Mhm. Ich habe gesagt, dass entweder Domain Monarch gewinnt oder ich dachte Firekick Cosmo oder Cosmo an sich. Ja, hätte ich natürlich auch gedacht, dass es gewinnt, aber Penline nicht gar nicht. Das war deshalb sehr überraschend. Also ich habe gedacht, dass ja, also ich habe ja sehr große Chancen gegeben. Die Jungs hier haben das bisschen klein geredet. Wir haben nur gesagt, du hast gutes Matchup dagegen. Nee, aber vorher... Wir haben Cosmo schlecht geredet, Mann. Ja, aber BA wurde auch schlecht geredet. Nein. Ja, jetzt sagen sie natürlich... Wir haben gesagt, Pick and Fire, bestes Deck, Mann. Jetzt sagen sie natürlich... Ich habe gesagt, ja, richtig schlecht. ich habe richtig gut, deswegen habe ich echt Angst gehabt. Ich habe voll Angst vor das Deck, deswegen habe ich extra so viel Side-Deck-Karten gehabt, Mann. Man hat es an den Vorderplätzen gesehen, das war echt krass. Jeder Tisch war ein BA, also wirklich, an jedem Tisch war mindestens ein BA. Das war echt abnormal. Es waren ja auch, wie wir die Statistik gesehen haben, waren ja glaube ich auch fast 200 Spieler mit Peak of Fire. Mhm. Und der Rest war halt dann ausgeglichen mit Monarch, Pepe und sowas. Aber man hat schon gesehen, dass Peak of Fire echt viel vertreten war. Und dass es auch im Finale war, hat sie ja gezeigt, dass es echt gut war. Das Thema ist eigentlich Pendulum in diesem Video. Ja, okay. Also Pendulum. Zurück nochmal zu Pendulum. Ja. Also die, ich sag mal, Pro-Spieler, also viele Teams, haben auf Pendulum gesetzt. Ich auch. Da haben echt viele von denen das gespielt. Zum Beispiel CCG. Ja, sag das. Was mich halt sehr überrascht ist, dass man Pendulum halt in echt verschiedenen Varianten gespielt hat. Gesehen hat, viele Magic Spectre, Kirin, Apex. Dann jetzt hier im Finale mit Draco Pulse, Ariadne Builds, also echt viele verschiedene Builds von Pendel. Ja, echt überraschend und für mich eine große Überraschung, dass es gewonnen hat. Ja, wirklich. Also, aber man sieht, dass Pepe genauso wie BA nicht aussterben wird. Ja. Die Sky Aris hat es einfach so an Konstanz bekommen, dass man sich die passende Skill suchen kann und dass man einfach dann Monster, die einen Effekt gemacht haben, schon wie was weiß ich, von Goku Joker, dass man einfach wegschicken kann und dann sich die passende Scale suchen kann. Und halt natürlich mit Phoenix Scale 8 kann man
man jetzt wieder hier unter ist Pendulum Dragon, Apex, alles auspacken. Ja, echt krass, man. So ist es. Wir werden sehen. Achso, wolltest du noch was sagen? Wir werden sehen jetzt, Voice is Rimini. Nico wird dabei sein, Chong vielleicht. Ich auf jeden Fall. Achso, auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall. Wird auch schon mitkommen, Mann, 100%. Nee. Wir werden jetzt alle mitkommen. Ja, Mann. Aber neue Sets werden rauskommen jetzt demnächst. Nico wird sie sich schon mal anschauen. Genau. Reviews werden folgen und dann werden wir sehen, ob Pendulum noch an der Spitze bleiben kann. Aber bis dahin leider nicht. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.